Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier bei Maddie, die gerade ein Bild malt. Aber eigentlich müsste sie hier auch putzen. Das Video ist schon wieder hier ganz schön tagesaktuell und so. Aber ich kriege das ja trotzdem alles pünktlich hin. Also ich bin ja mittlerweile Profi, was diese Challenge angeht. Ein Kind geht's nicht so gut. Das ist schlecht. Ich muss die am Sonntag älter machen, habe ich gesehen. Deswegen müssen wir noch bis morgen warten, leider. Lavina Chopra und ich haben vor, Zeit zusammen zu verbringen. Viel Spaß euch. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wer Lavina Chopra ist, aber gönnt euch. Seit wann haben wir 4 Tablets? Warum ist Alice Lewis hier? Ich bin ehrlich, ich hasse die Wochenenden in der 100 Baby Challenge, ne? Weil ich kann hier einfach kein Kind rauswerfen. Das ist ja eigentlich das Einzige, was wir hier machen wollen. Wir haben sogar 5 Tablets, hör mal. Was ist denn da los? Hey, das Waschbecken ist kaputt. Das wollte ich doch letztes Mal durch Cheats kaputt machen. Jetzt ist es wirklich kaputt. Sehr gut, dann können wir die Geschicklichkeitsfähigkeit von Halo wenigstens verbessern. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal direkt die Babys hier altern lassen. So, dann haben wir nämlich zuerst... Ich weiß nicht, welches Kind das ist. Warte. Nein! Es ist Valentin. Valentin ist unabhängig. Großartig. Als nächstes ist Cassie dran. Sie ist Charmeurin. Und zu guter Letzt haben wir Timon. Let's go. Woo. Und er ist auch ein Charmeur. Großartig. Und dann würde ich sagen, geht's ab in den Cars. Großartig, großartig, sage ich dazu nur. Dann kann ich jetzt ja mit den Kindern hier so ein bisschen was machen, ne? Die 100 Baby Challenge in einer Nussschale einfach. Freundschaftliche Zusammenführung, weil jemandem geholfen hat, eine Freundschaft voranzutreiben. Wie süß! Das habe ich noch nie gesehen, das Moodlet, und ich liebe es so sehr. Sie ist bald Level 10. Wild einfach. In Geschicklichkeit meine ich jetzt. Und Backen braucht auch nicht mehr viel. Hämmer! Cassie ist schon Level 3 in Kommunikationsfähigkeit. Jawollo. Valentin kann auch schon sprechen mit Level 3. Woo! Ich finde Bendetto Nevaris echt süß. Ja, ja, gönn dir. Oh, wir haben ja noch gar... Achso, doch. Wir haben hier abgestimmt, aber ich dachte gerade, hä? Aber wir haben hier noch gar nicht so viele Dinger. Wildo. Level 2 der Denkfähigkeit für Cassie. Wowie. Yay! Level 10 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Krass, ey. Rylan Bannister kennen wir nicht. Aber... Der Mann sieht, glaube ich, ganz gut aus. Also könnte er ein potenzieller Baby-Daddy werden. Deswegen Hi-Boy. Aber er scheint ein Magier zu sein oder so, wegen den Augen. Oder ein Vampir. Aber ist beides eigentlich ganz cool. Melody ist zu traurig, was? Ich werde eine schreckliche Mutter sein. Bro, du hast jetzt schon 78 Kinder. Ich glaube, so schlecht ist das hier alles nicht. Wir können ja auch mal wieder ein bisschen stricken, ne? Haben wir auch schon lange nicht gemacht. Ich schreibe mir auf jeden Fall auf, dass wir Rylan bumsen wollen. Weil sonst vergesse ich es wieder. Und so ist das vielleicht ein bisschen besser. Die kleinen Kiddos sind schon wach und sind hier schon am Machen und Tun. Großartig. Ich lieb's, dass sie strickt. Sie hat sie jetzt da lange nicht gestrickt, aber ich find's halt toll. Dann haben wir nämlich mal wieder ein paar neue Sachen hier, die wir unseren Sims anziehen können. Ah, hier steht sogar, was schon freigeschaltet ist bei uns. Spannend. So, die Kids sind in der Schule. Rechnung von 10.000. Ew. Sie sieht auch so happy aus beim Stricken. I love it. Yamachan, what the hell are you doing here? Also ich meine, mit Yamachan können wir ja auch mal was haben, aber der hat noch Zeit. Yay, das nächste Projekt ist auch fertig. Ab in den Kleiderschrank damit. 10.000, ey, wir haben nicht mehr so viel Geld.
Aber zum Glück haben wir direkt noch neue Geschenke bekommen. Mal schauen, wie viel wir diesmal rauskriegen. Es sind immerhin 4160. Also fast die Hälfte. Nenn mich einfach Amor, weil andere Sims verkuppelt hat. Alles klar, Melody. Und bevor die Kiddos jetzt nach Hause kommen, weil ich gehe davon aus, dass sie jetzt ihre Noten verbessern und teilweise dann vielleicht schon Geburtstag haben, machen wir dann lieber am nächsten Part. Und das Baby steht wahrscheinlich im nächsten Part auch an, das neue. Ich bin schon bereit dafür. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!